الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. Der 37. Hadith, Ibn Abbas radiallahu anhuma sagte, berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam von seinem Herrn tabaraka wa ta'ala berichtete, wahrlich, Allah hat die guten und schlechten Taten geschrieben. Dann erläuterte er dies, wer also eine gute Tat beabsichtigt, sie aber dann nicht tut, so schreibt Allah diese bei sich als eine vollständige gute Tat auf. Und wenn er sie beabsichtigt und sie so dann tut, so schreibt Allah diese bei sich als 10 gute Taten bis zum 700-fachen und bis zum Vielfachen auf. Und wer eine schlechte Tat beabsichtigt, sie aber dann nicht tut, so schreibt Allah diese bei sich als eine vollständige gute Tat auf. Und wenn er sie beabsichtigt und so dann tut, so schreibt Allah diese als eine einzige schlechte Tat auf. Na'am, also in diesem Hadith wurde bestätigt, dass die guten und die schlechten Taten aufgeschrieben werden. Ebenfalls ist darin der Vorzug Allahs Jalla fi'ula, dass er die Belohnung der guten Taten vermehrt. Und die Gerechtigkeit Allahs Azza wa Jal, dass er für eine schlechte Tat auch nur eine schlechte Tat schreibt. Im Hadith ist auch, dass die Person, welche eine gute Tat machen möchte, aber sie doch nicht macht, dass er dafür eine komplette gute Tat aufgeschrieben bekommt. Deswegen soll die Person immer das Gute beabsichtigen. Denn auch wenn er es nicht macht, bekommt er eine Belohnung dafür. Und wer etwas Schlechtes machen möchte, es aber für Allah unterlässt, dass Allah ihm dafür eine komplette gute Tat schreibt. Dies ist, wenn er es für Allah unterlässt. Aber wenn er es unterlässt, weil er nicht fähig ist zu machen, dies gilt nicht in diesem Fall. Und im Hadith ist, dass man sich anstrengen soll, Gutes zu tun und sich entfernen soll von den schlechten Taten. Ja.